You're fucking kidding me. Come on. Just because one cornbread mother. Right, fine. Can you believe this shit? Last week, one of the racers took out some kid when taking a turn. He got off, no problem. But no one's seen the chump since, and people are getting nervous. All I need is one more racer to get this shit started. You down? Ja, nimm an drei verschiedenen Straßenrennen teil, um Geld und Respekt zu erhalten. Und das mit unserer Schrottkarre, kann man fast sagen. Hätten wir uns doch so einen Lamborghini gesucht. Ja, toll. Flammende Dinger. Ach so, die haben immer dieselben Autos wie wir. Ist cool. 3, 2, 1, go! Oh Mann, wie das gerade aussah. Diese, sag mal's doch. Diese Grafik gerade immer so mit den 1, 2, 3 los. Das sah mir sehr nach Photoshop aus. Ich könnte mir vorstellen, die ganzen Schriften hier könnte ich mit Photoshop Baby einfach hier nachmachen. Also außer die der Font, also die Schriftart, das ist das Einzige. Die Schriftart müsste ich ein bisschen nachschauen, ob ich den Pedo hätte. Weil Schriftarten habe ich nicht gerade so viele. Da werden sich jetzt vielleicht sogar einige wundern, was, du kannst auch mit Photoshop umgehen? Ja, eigentlich sogar ziemlich gut. Ich könnte sozusagen als Grafikdesigner sogar durchgehen ein bisschen. Also Graphic Designer, also wie andere, wie InkArt, VenanceArt, Skillfile, Graphics Skill, glaube ich mal, ja, wie heißt, ja. Ich muss mir immer so gucken, wie die Namen aussprechen passen, weil ich muss mir ziemlich viele Namen merken, sogar von YouTube. Wenn ich mir die ganzen Let's Player, Grafikern und Komödianten und keine Ahnung alles wer im Kopf behalten muss. Oh, ich sag mal einfach ganz Besonderes nochmal als Grafiker und als, ich weiß nicht, ob er das auch macht, Modeling. Also Modeling als Cinema 4D, wenn ihr euch das was sagt. Sören Media, wollte ich sagen. Ich glaube, einer der berühmtesten sogar. Finde ich aber, er macht ein bisschen zu wenig Aktivität. Also er macht wenig, also Sachen halt. Also er bringt ein, zwei Mal Intros raus. Ein paar Photoshop-Bilder oder Tutorials hat er auch schon gemacht. Ja, aber es gibt halt so solche Leute, wo halt auch Speed-Up machen. Auf das stehe ich halt ein bisschen mehr. So, immer wieder hier dieses Ding. Boah, nein! 3, 2, 1. Ach Gott, nee. Guck dich mal den Typ da vorne an, was der für ein Auto hat. Geh weg. Muss ich ein bisschen Abkürzung hier nehmen eigentlich. Also, kann man schießen hier? Wow, wow. Du Pisser. Nee, also Waffe auspacken geht hier nicht. Ich hab's gerade probiert. Geht nicht. Ich glaube, das Rennen verliere ich. Ja, das verliere ich auf jeden Fall. So wie das aussieht. Das müsste nämlich jetzt nochmal eine doppelte Runde haben. Sieht mir aber nicht danach aus. Scheiße, verdammt. Oder? Doppelte Runde? Nee, glaube ich jetzt nicht. Das ist mehrmals im Kreis. Ah, doch, das hat drei Runden. Ah, verdammt. Scheiße war's. Ja. Soll mir doch einer am Arsch kratzen. Total versaut. Hab ich's. Geister? Oh mein Gott. Hab ich's doch versaut. Scheiße war's. Was soll's. Feistens haben wir jetzt gemacht. Jetzt gehen wir mal weiter zu Los Canales. Canales. Und machen die Mission. Danach würde ich sagen, mache ich mal Aufnahme. Schluss. Weil da muss ich wieder was anderes aufnehmen. Sehr wichtig, das Geheime-Projekt erwähnt. Oh. Aber ich sollte mal dieses Auto mal in der Garage jetzt abstellen. Lesen wir aber nochmal was hier. So, abstellen. Garage muss zu.
Folgendes Auto ist jetzt in der Garage. Ein Nelson! Wunderbar. Gucken wir mal nochmal hier so reinzwitschen. Geld abstauben, 1233. Gucken wir mal, ob wir Munition kriegen. Kriegen wir nicht mehr, schade. Kleider brauchen wir auch nicht. Speichern, 10% bestimmt. 11%, cool. Bei 80% oder, nee, okay, nicht ganz, bei, ich schätze mal bei 70% oder 60% nur ist Story-Anteil, 60% glaube ich mal. Ich bin mir aber nicht ganz so sicher. Also kann man also was sowas sagen, also wenn jetzt so sieht, die Aktivitäten, was ich gemacht habe, werden wir wohl komplett durch sein bei 90%, weil wir müssen ja immer Respekt buffen. Also Respekt bei Aktivitäten machen und Geld und so ein Scheiß, dann kann das sein, dass es so aussieht. Naja, werdet ihr mal noch wissen, oder? So, aussteigen und... Oh, das war schon ziemlich gezielt. Dex und Troy. Müssen wir überlegen, Dex und Troy. Ach so, ja, okay. What if we came from here and here? No, they'd just see it coming. Cops try that shit all the time and it never works. Shit, you're right. Well, what should we do then? Well, we could... Hey, you might want to hear this. Aight. I got a lead on where the Los Carnales cut all their shit. The Carnales. What? Rio Grande River. Jesus. What the fuck? It's not the Los Carnales, it's just the Carnales. Los means... Fuck it. Like I was saying, we're not gonna raid the factory quite yet. Why not? Cause I'm not a gun-toting psychopath named Johnny Gat. Fair enough, so what's the plan? One of my boys called and said they saw a truck with a heavy LC escort leaving the factory district. It's probably loaded with drugs, but that's just a bonus. Our target is the truck itself. I need it brought back to the row in one piece. It's no good to us blown to shit. What do you need the truck for? Let's just get the truck first, and then I'll tell you the rest of the plan. I'm just saying it would be nice to know. Shit, Troy. What's with all the questions? Why can't you be like my man over here? Look, Dex. Could you go get that truck? See? Was that so hard? Ja, so schwer war das eigentlich gar nicht. Im Führen eines Lasters. Wow. Also für den Führer den Laster eigentlich. Alright, here's the plan. Get me to the truck so I can jack that baby. Once I'm in, make sure I make it back to the row in one piece. Ja, ich hoffe, der redet jetzt nicht mehr so viel, dass ich reden kann. Ich will auch reden. Jetzt müssen wir das Gebiet von den Los Canales. Da kenne ich die Mission, da war ich ein bisschen lange dran gehockt. Da bin ich mich aufgeregt wie ein letzter Yo man, just between you and me, I was fine with cleaning out the row. But getting into this drug shit ain't cool, alright? Someone should talk some sense into Julius. Ja, wie gesagt, wie ein letzter Vollidiot-Depp oder so, weil ich da einfach nicht weiterkam, bis ich es endlich mal geschafft habe. I know Lopez. Once we steal from him, he ain't gonna back off until we're dead or he is. Und ich werde hier andauernd für diesen Typ unterbrochen. Gefällt mir ja mal gar nicht. Ich glaube, ich halt's Maul. Jetzt wo ich's Maul halte, dann redet er da gar nicht mehr. Warte, in 10 Sekunden redet er wieder weiter. Oh, das ist meiner Schiefschüler. So, schnell ist endlich Mol. Fuck, was sieht mir den Arsch hier ab? Wow. Mann, du Depp, ganz schnell da aufpasse. Charlestown Gebiet. Ach du Scheiße, es ist ein Weg. Hafengebiet. Ja, jetzt erinnere ich mich auch wieder komplett an die Mission. Ach du Scheiße, das ist echt nicht witzig. Alright, there's the truck. Cover me while I get that heap running. You're going down. Ah! That was my boy! Oh! I knew I should have paid attention when they were teaching hot wiring. Alright, this should be the right wire. Or maybe not. So, ja, ich weiß, hallo. It looks so easy in the movies. Lastwagen beschützen ist doch nicht so. Almost got it.
forgot. I missed my calling. Okay. Ja. Wieder mal Zeit hier, ist die geht. Lastwagen geht relativ schnell hoch, muss ich sagen. Und währenddessen bringen wir mal hier die ganzen Typen um. Oh, und die haben keine gescheite Waffe an Bord. Das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Und die haben... Ja, wieder Musik an. Muss ich mir nicht einschalten mit Regen hier, einregen. Wenn du ins Auto steigst, mach die Musik aus. Ich muss sofort kommen. Tut's aber nicht. Oh, die kommen jetzt voll angerusht. Wow, hat er den weggerusht. Alter Verwalter. Warte, ich muss erstmal den Typ töpfeln. Oder das ist eine Sie. Ja, und der fährt auf den Schienen. Ich weiß. Das weiß ich noch. Auf den Schienen fahren ist nicht cool. Nein, ich wollte doch den voll umnieten hier. Ja, 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 komm schon. Ja, okay, wenigstens haben wir umgedreht. Ein bisschen Zeit spart. Ja, oder auch nicht. Wo fahrt denn der überhaupt entlang? Der Vollposten. Ah, oh, ich hätte vorher Munition holen sollen, nicht Depp. Ich hab genug Geld gehabt. Mann, oh Mann, oh Mann, das ist gar nicht so leicht, muss ich sagen, hier die Mission. Mein Auto hat so einen leichten Linksdrang, da ein übelsten Linksdrang hier. Der geht einfach nicht hops. Meine Güte, geh hops, Mann. Der ist so. Der geht hier halber Flammen auf. Okay, mein Wagen eigentlich auch. Jetzt. Nee, doch nicht. Sah so aus gerade. Dass er drauf geht. Ich habe keinen Bock, irgendwie den jetzt komplett anzurempeln, weil mein Wagen geht ja auch gleich drauf. Und gleichzeitig fahren und lenken und schießen ist nicht so cool. Oh, jetzt doch mal voll erwischt. Ah, da kommen gleich die Nächsten. Oh Mann, oh. Echt so scheiße. Wow. Verdammt. Da liegen überall Waffen. Ich glaube, wir haben sie jetzt abgehängt. Das ist nämlich unser Territorium jetzt. Und da kommen die nicht mehr hin eigentlich. Also, die kommen da schon hin, aber... Trauen sie sich eigentlich nicht wirklich, weil dann unsere Typen hier gammeln und die schießen dann auch auf die. Ah, ich drehe mich mal um. Ja, geht doch. So. Ach, da kommt trotzdem mal einer. Well, we got the truck Dex wanted. Now all we gotta do is figure out what the hell he needed. Hier, mach das denn. Hä? Cutscene, glaube ich mal, ist das? Bin mir nicht ganz sicher. Ladezeit? Ja. Genau. Angelo, I need you to go through the lab tonight. One of our shipments didn't arrive, and I want to make sure no one's skimming off the top. No problem. Angelo, you promised we'd go shopping tonight. Ah, shit. Mira Hector, hey, I told Luce I'd take her downtown. Can Victor take care of... Is Victor sitting at the table, Angelo? Yes. So if I wanted Victor to handle it, I could have asked him, right? Luce, we'll go out tomorrow. But Angelo... Coño, Luce, cállate la boca, okay? No me oíste. Gracias. You should be nicer to the lady. Oye, Angelo, métete la verga en su boca. Eso la callará. Vete el carajo. Mira, Luz. Come on, mama. Don't be so sensitive.
I'll be inside. Señorita, a moment. If Angelo is busy, I can take you out tonight. Mr. Orejuela, I couldn't. Nonsense. It would be my pleasure. Unless you have a problem with me entertaining the lady. No, of course not. Good. I'll see you at 8. That's a lot of woman you got there, Angelo. I know. I always thought she was a bitch. Hold on. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Pero qué pasó? What is it? Coño, ese cabrón hijo de puta! That didn't sound encouraging. Everything is fine. Of course it is. If you would excuse me, I'm going to check on the señorita. Ese viejo sucio maricón, yo le mato si le toca luz. Angelo, you are my brother and I love you. But if you let your dick fuck things up with the Colombians, I'm gonna cut it off. Forgive me, Hector. Don't let it happen again. ¿Y qué fue eso? Those pendejos in St. Row are the ones who took the shipment. With the Colombians arriving, we can't show any weakness. The Colombians are already here. All the more reason to settle this now. Victor, Angelo, gather your men together. It's time to tear St. Row apart. So, ein wirklich nettes Gespräch gerade. Denn der Typ hat sich so derb aufgeregt, würde ich sagen, wegen seiner Pussy. Und wir sind hier an der Garage. Und, sag ich mal so, wir benutzen aber nicht dieses Auto. Wir benutzen lieber die Schrottkiste hier. Wir fahren zum Dominanzziel und unser Geld und unsere andere Erledigkeit auszuführen. Um dann was zu sagen, Leute, ich glaube, ihr wisst es schon. Das war's dann für die Aufnahme, würde ich sagen. Genau. Also könnt wegklicken von mir aus jetzt schon, weil jetzt kommt nur das Abgespeicher und die Geldeinnahme und vielleicht ein bisschen dummes Gelaber von mir mal wieder. Aber die, wo halt gern mein Gelaber anhören, die können bis zum Schluss bleiben, hoffe ich doch mal. So, einmal hier und hier und dann Geld, so 8, nur 816, aber trotzdem nehmen wir es mal mit. Und speichern tun wir jetzt auch nochmal, gucken wir mal, bestimmt 12% oder 13%, sage ich jetzt mal ganz so. Ach, 12%. Hätte mir gern mehr gewünscht. Dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder zum nächsten Aufnahmetermin. Aufnahmetermin nicht, gibt's ja nicht wirklich. Aber bis zum nächsten Part einfach. Kann ein bisschen dauern jetzt, nein. Nächster Aufnahmetermin ist ja der 9.10. am selben Tag. Also innerhalb, ich schätze mal, jetzt sind wir 1.17 Uhr. Nämlich dann in den nächsten 15 Stunden wieder was auf. Meine Güte. Also in 15 Stunden nehme ich wieder Saints Row 1 auf. Ich wollte schon 3 sagen, schön wär's. Nein. Würde ich sagen, ja, 50 Stunden. Dieses Video rendert dann noch. Später um 10 Uhr rendert diese 4, 5 Videos sind sogar schon. Und dann, danach nehme ich dann wieder Saints Row 1 auf. Ja, Leute, das war's von mir. Y Frosty von der TPWF und der Gameplay von WF. Drückt's aus, wie ihr wollt. Hauptsache, ihr nennt mich Frosty. Und vergesst nicht, dass die TPWF eine Gemeinschaft ist von 9 Leuten. Vergiss das nicht, bin ich nur alleine. Okay, ich mache eigentlich der einzige, wo Let's Plays macht. Also, die Leute da draußen, wo meine Gemeinschaft sind und dieses Video gerade schauen. Hallo Leute, wie geht's euch? Ja, ich wollte jetzt ein bisschen witzig sein. Würde ich sagen, ciao Leute, haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal.